Guten Abend. Und willkommen zurück, mittendrin, wo man jemand unterbrochen hat, leider. Ach, bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hoi! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer verskraft. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Ich fürchte nicht. Benjamin Churchill. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wo an? So, nun denn. Sorry, ich bin gleich hier wieder eingestiegen, weil ich wurde hier unterbrochen. Und gut, wir müssen raus. Hab doch nichts verpasst. Ich bin nur zu denen hingegangen, hab die Mission gestartet. Jetzt setze ich die Erinnerung zurück und es hat wieder hier angefangen. Ach ja. Da hat man schon mal frei und dann ist man trotzdem nicht allein daheim. So, interagieren. Dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Das Land der so, und da. Möglichkeiten, haben Sie gesagt. Ja, wenn man Steuereintreiber ist. Dann starten wir mal die Mission. Keiner daheim? Wunderbar. Ja. So geht's auch. Charles. Sir. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Benjamin Church Nachbarn untergetaucht belauschen. Okay. Nicht tödliche Waffen. Orangefarbene Markierung bedeuten Vorsicht. Diese Ziele dürfen nicht getötet werden. Okay, was ist denn das für eine Linie? Die dürfen wir nicht überschreiten, oder? Okay, wir können aber auch nirgends raufklettern. Oder müssen wir in diesen Raum rein? Wir sollten uns nicht einmischen. Auch wenn es mit guten Absichten okay. Die ASS oder Anzeige ist total. So wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag unerhört. Bosse und Heuerling? Der Boston Weekly Advertiser für einen Penny informiert. Okay. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern wären sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verliefenen Orten. Ein Schwein! Ich frag zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Gut, belauschen war erfolgreich. Ihre Karte und Minikarte werden aufgedeckt, wenn Sie Ihre Umgebung erkunden. Klettern Sie, ja, auf die nächste Kirche klettern. Nehme ich mal an, dass das hier... Na, da geht er mal da drauf. Aber hier...
Ach, da hinten ist die Kirche. Hep. So, tada. Und schon fällt er runter. Mann, Mann, Mann. Meine Fresse. Halt, da ist ja was. Da ist doch was. Oder? Nee, das war nur der Busch, der wo so geschimmert hat. Hallo, Schweinchen. Wir können Schweine füttern. So, dann gehen wir mal rauf auf die Kirche. Hep, hep, hep. So, na, jetzt müssen wir doch bald angekommen sein. Da müsste es wieder eine Plattform geben, wie im üblichen Assassin's Creed, wo man sinken kann. Oder wir müssen uns auf die Spitze stellen, das kann auch sein. So, dann sinken wir mal. Noch auf dem kleinen Ding balanciert er rum. Meine Fresse. Dann höre ich uns zu. Mit ein bisschen Glück weiß einer von denen, wo Benjamin ist. Wir müssen da einen Heuhaufen. Da ist ein Heuhaufen. So, und runter mit dir. Okay. So, da hinten haben wir wieder anscheinend. Ja? Soll ich die nur aushorchen oder töten? Warte mal, da hinten wäre ich. Ah! Der Klassiker. Taubenkacke auf dem Dach. Und da sind wieder zwei Zivilisten, da kann man es dazwischen verstecken. Ich habe die Herolde gefragt, aber sie wissen nichts. Vergiss es! Die lügen! Nein! Was soll ich tun? Drohungen bringen nichts und ich will nicht buckeln. Taten sagen mehr als tausend Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schandstock. Mal sehen, was er dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie weit nieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es. Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Okay. So, nun denn, begeben wir uns weiter. Und hinauf mit dir. Boah. So, wo ist der nächste? Können wir uns da irgendwo? Ach, hinter denen muss ich her. Das stimmt
suchen Sie einen ruhigen Platz für Ihre Bluttat. Ich habe gehört, seine Arbeit war nicht ohne lautes Jammern und Kreischen. Da fällt mir ein, wir sollten morgen kein frisches Fleisch kaufen. Gute Entscheidung. Puh. Das hätten wir gepackt. Dann gehen wir mal weiter. Ja, was ist denn da? Der Händler jetzt. Schauen wir mal, können wir was Neues kaufen? Verbrauchsmaterial, Munition, Rauchbomben. Nehmen wir mal welche mit. Gut. Was ist das? Naja, schau ich mal kurz, da hinten gibt es auch noch einen zum Belauschen. Jetzt belauschen wir erstmal die Jungs, aber wo können wir uns verstecken? Ich bot ihm Hilfe an. Sie schickten mich weg, sagten, alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben Sie gesagt, was passiert ist? Nein. Nur, dass es nicht Schlimmes sei und wir bald wieder nach Hause kämen. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als Sie zugaben. Wohin brachten Sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Vor. Habt ihr euren Verstand zu Hause gelassen? Seht ihr, Charles? Wir werden Chad schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sir, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so erzogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Ja. Wahrnehmung ist fundamental für den Orden. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber schauen wir mal schnell darauf. Sind die Veränderten. Charles, wart kurz. Ich glaube, da muss ich meinen Aussichtspunkt noch synchronisieren. Ah. Er muss kurz warten. So schnell geht's. Aber ich brauche das. Ich komm schon. Guck, da bin ich wieder. So, Charles. Dann lass uns mal losgehen. Jetzt gehen wir mal dahinter. Ja. Das kann passieren. Na, wo bleibt er denn? Ach, Charlesy. Gehst du wieder lang? Vorsicht. Das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihn vorbeischleichen. Okay. Leute verschwinden. Ich weiß nicht. Das war wohl nichts mit Vorbeischleichen. Da hätte mich
mich auch hinten rumschleichen können. Okay, das. Sind da jetzt noch zwei Wachen? Kommt man da irgendwo rein? Ne, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir mal rein. Zugesperrt. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Okay. Gut, dann machen wir mal hier einen Cut und bestehlen mal die Burschen gleich. Also, bis gleich, euer Medaso.